willkommen auf dem Kanal und zu einer neuen Rezension. Heute geht es um Sturmtochter für immer vereint von Bianca Iosivoni. Das ist Teil 3 der dreiteiligen Reihe und somit der letzte Band der Trilogie. Und das Ganze ist am 22.10.2019 im Ravensburger Buchverlag erschienen, kostet neu 14,99 € und hat insgesamt 426 Seiten. An dieser Stelle einmal vielen, vielen lieben Dank an den Ravensburger Buchverlag für das Rezensionsexemplar. Ja, da es ein dritter Band ist, werde ich euch erzählen, um was es in Band 1 geht, damit ich euch eben nicht spoiler. Und ja, in Band 1 geht es um Ava, beziehungsweise geht es in allen drei Bänden um Ava. Und Ava lebt auf der Isle of Skye. Das ist eine Inselgruppe in Schottland. Und ja, auf dieser Isle of Skye gibt es ganz viele Elementare. Das sind Wesen, die ja aussehen wie Stein, Feuer, Wasser, Luft oder auch Energie. Und diese Elementare haben eben die Kraft, wenn sie ja aussehen wie Erde, dass sie halt die Erde beherrschen können. Wenn sie aussehen wie Feuer, dass sie halt das Feuer beherrschen können. Und sozusagen halt Elementarmagie haben. Und Ava geht immer zusammen mit Lance auf die Jagd nach diesen Elementaren, um eben ihre Insel und die Menschen, die auf der Insel leben, zu beschützen. Bis sie dann eines Tages feststellt, dass sie ja selbst Elementarmagie wirken kann, denn sie kann das Wasser beherrschen. Und natürlich stellt Ava sich dann die Frage, ob sie auch einer von diesen Elementaren wird, denn ja, nur die Elementare können Elementarmagie wirken und Avas Leben wird dadurch so ziemlich auf den Kopf gestellt. Kommen wir als erstes mal wieder zum Cover. Was soll ich dazu sagen? Ich liebe es. Ich liebe einfach das Kleid, obwohl ich eigentlich kein Fan von Gelb bin. Aber ich finde einfach die Kombination von dunklen Haaren und Gelb wahnsinnig toll. Und was ich einfach super finde, sind diese glitzernden Reflexe auf dem Cover, weil sie ja eben Wassermagie beherrschen kann. Und daher passt das sehr gut, dass es glitzert. Also es soll die Wassertropfen so ein bisschen widerspiegeln. Und ja, ich weiß gar nicht, welches Cover mir am besten gefällt. Mir gefallen alle auf jeden Fall ziemlich gut. Ich lehne das Buch jetzt einmal runter und berichte euch ein bisschen von meiner Meinung. Ich hoffe, ich kann euch das so berichten, dass ich euch nicht spoiler. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich finde es super, dass am Anfang ein Was bisher geschah steht. Denn es ist doch einiges an Zeit vergangen zu Band 2, also als Band 2 erschienen ist, zu Band 3. Deswegen finde ich das sehr gut, dass es ein Was bisher geschah gab. Und das hat mir auch geholfen, wieder in die Geschichte reinzufinden und nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was in Band 2 und Band 1 passiert ist. Trotzdem hatte ich ein paar Stellen, wo ich dachte, naja, das hätte man vielleicht noch erwähnen können in dem Was bisher geschah. Aber man will ja auch eben nicht alles darin erwähnen. Von daher fand ich das sehr, sehr, sehr gut. Dann muss ich allerdings sagen, dass ich relativ am Anfang des Buches schon gemerkt habe, dass es mich nicht so ganz catchen konnte wie Band 1 und Band 2. Also versteht mich nicht falsch, ich fand das Buch trotzdem richtig, richtig gut. Aber irgendetwas hat mir ein bisschen gefehlt und mir war dann relativ schnell klar, dass der dritte Band der schwächste Band der Reihe für mich ist. Wahrscheinlich lag es auch ein bisschen daran, dass in diesem Band die Gefühlswelt nicht so ganz auf mich übergesprungen ist. Also es konnte mich nicht ganz berühren und catchen. Das war in Band 1 und Band 2 definitiv anders. Nichtsdestotrotz mochte ich die Charaktere unglaublich gerne und auch die Beziehungen zwischen den Charakteren fand ich sehr toll. Auch wenn die Gefühle nicht so ganz übergesprungen sind. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Schreibstil von Bianca einfach wahnsinnig toll ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder ein Buch von ihr zu lesen und auch mal ein New Adult Buch von ihr anzufangen. Ich finde, sie schreibt einfach so spannend und so flüssig, dass man einfach
unglaublich schnell durch die Bücher durchkommt und einfach immer weiterlesen will. Auch wenn gerade nicht unbedingt viel passiert, möchte man weiterlesen und wissen, was im Laufe des Buches noch passieren wird. Und es gab in diesem Buch auch einige sehr spannende Stellen, bei denen ich gar nicht aufhören konnte zu lesen. Dann sind allerdings auch ein paar Sachen passiert, gerade zum Ende des Buches hin, wo ich dachte, ja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber es tat der Geschichte jetzt keinen Abbruch, es war jetzt nicht unfassbar schlimm. Was ich auch zum Ende sagen muss, ich fand das Ende mega toll, denn eigentlich hätte das Buch von mir 4 Sterne bekommen, aber weil ich das Ende einfach irgendwie total süß und toll fand, hat es dann doch 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich muss allerdings dazu auch sagen, dass ich das Ende etwas sehr abrupt dann auf einmal fand. Ich dachte mir während des Lesens, es sind jetzt noch 30 Seiten übrig. Wie wollen Sie das in 30 Seiten schaffen? Das war dann relativ abrupt auf einmal, fand ich. Also es war mir dann ein bisschen zu schnell, das Ende. Aber ich fand es trotzdem total schön. Und ja, deswegen hat das Buch 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich glaube, ich habe euch auch sonst gar nichts weiter zu dem Buch zu sagen. Das war jetzt eine relativ kurze Rezension. Aber ich finde es einfach wahnsinnig toll. Falls euch das interessiert, ich habe auch zu Band 1 und Band 2 eine Rezension online gestellt. Da könnt ihr sehr gerne vorbeigucken. Und natürlich die Frage aller Fragen mal wieder. Wer kennt die Reihe schon und wer hat vielleicht sogar schon Band 3 gelesen und möchte seine Meinung mit mir teilen? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, das war's schon mit dieser Rezension. Wie gesagt, das Buch hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Als Fazit kann ich noch sagen, dass ich die ganze Reihe unglaublich toll finde. Ich liebe diese Reihe, einfach weil es um diese Elementarmagie geht und ich sowas einfach vergöttere, wenn man so möchte. Ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne und ich finde, es könnte mehr Bücher darüber geben, eben die diese Magie beherrschen und die vielleicht keine Hexer und keine Zauberer sind, sondern quasi normale Menschen, die eigentlich keine normalen Menschen sind, aber normale Menschen, die dann solche Elementarmagie in sich entdecken. Ich kann euch die Reihe auf jeden Fall ans Herz legen. Eine ganz klare Leseempfehlung von mir. Und damit ist die Rezension jetzt aber wirklich beendet. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Buch oder die Reihe schon gelesen habt und eure Meinung mit mir teilen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!